Für eine ausverkaufte Rundsporthalle im Baunatal sorgte am Wochenende das 12. Qualifikationsturnier vom Bund Deutscher Karneval, bei dem sich 950 Tanzsportler aus ganz Deutschland für die nord- und süddeutschen Meisterschaften qualifizieren wollten. Parallel wurden auch die 35. Kuhhessen-Meisterschaften ausgetragen. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass wir den Jugendlichen das Tanzen präsentieren können. Wir zeigen den Kindern, wie schön Gardetanz oder Karnevalstanz sein kann. In den Tanzmarien, wenn sie das miterleben, wie so 10-, 12-jährige Kinder begeistert im Tanz aufgehen. Ich sag mal so, Tanzen, das ist was für Mädchen, ganz klar. Es ist eine wunderschöne Mädchendisziplin. Ja? Und die Kinder tanzen mit einer Leidenschaft. Ja? In den vier Disziplinen Tanzpaar, Marschtanz, Tanzmariechen und Schautanz bewerteten die Juroren neben den Punkten Schrittvielfalt, Ausstrahlung und Schwierigkeitsgrad auch die aufwendigen Uniformen, Choreografie und Kreativität. Ich bin bei unseren Garden sehr oft im Training dabei und wenn ich sehe, wie die sich anstrengen, nur ist ja grundsätzlich so, ein Mädchen ist ja eigentlich dazu nicht geeignet, geboren zu marschieren. Das hat man ja den Jungs eigentlich mit in die Wiege gegeben. Aber wenn eine Garde tanzt und marschiert, das schafft der beste Bundesligamannschaft nicht, ne? Im Fußball. Deswegen, und da merkt man, dass da mit ganz viel Training und nur mit Begeisterung lernen die Mädchen das. Ne? Gerade Marschtanz ist schon was sehr Schönes. Am Samstag traten in der Altersstufe 1 die 5- bis 10-Jährigen, in der Altersstufe 2 die 11- bis 14-Jährigen gegeneinander an. Am Sonntag ging es mit den über 15-Jährigen weiter.